Eine leichte Drehung, ein bisschen ziehen, dann legt man sie in den Sack. Ganz vorsichtig. Jawohl, so ist es genau richtig, mein Schätzchen. Petunia, halt! Na, du machst das doch ganz falsch. Die Äpfelchen bekommen Druckstellen davon. Eine leichte Drehung, ein bisschen ziehen, dann legt man sie in den Sack. Ganz vorsichtig, hast du verstanden, Petunia? Dankeschön, Melissa. Vielen Dank. Danke. Ich kontrolliere jetzt mal, ob die anderen Kinder ihre Äpfel auch richtig pflücken. Oh, das Äpfelchen sieht aber gut aus. Tut's dir mal an. Nein, nicht das da. Das da. Sweetie, Silvester, nein, aufhören! Oh, ihr zwei macht das ja ganz falsch. So pflückt man diese Äpfel nämlich nicht, verstanden? Einige von ihnen haben Würmer, sieh mal. Ja, und wir wollen keine Würmer anfassen. Würmer sind widerlich und eklig. Die Würmer haben mehr Angst vor euch als ihr vor ihnen. Also bitte, macht es jetzt richtig. Eine leichte Drehung, ein bisschen ziehen, dann legt man sie in den Sack. Ganz vorsichtig, liebe Freunde. Zu mehlig. Sehr, sehr saftig, ja. Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Also, bist du nun für Grannys leckeren Apfelkuchen geeignet oder nur ein Wurmfresschen? Ein wichtiges Urteil für so einen mickrigen Apfel, hä? Hey! Oh, alles klar, du bist doch nur ein wurmstichiger Kamerad. Daffy! Was machst du da? Qualitätskontrolle! Weißt du, das ist ganz falsch, wie du das anstellst. Ich zeig dir mal, wie das geht. Eine leichte Drehung, ein bisschen ziehen, dann legt man sie in den Sack ganz vorsichtig. Alles klar? Und sogar die schlechteren Äpfel taugen noch für Apfelmus. Sogar die große Apfelbirne, die mir gerade in der Sonne steht? Na schön, dann fahr doch von mir aus mit ganz schlimmen Bauchschmerzen nach Hause. Aber wenigstens gut ausgeruht.